So, einen wunderschönen guten Abend hier im Glücksbächerland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal eine kleine, schöne Runde COD nach dem ganzen Weihnachtsstress, den der ein oder andere von euch wahrscheinlich heute auch durchmachen dürft oder die letzten Tage durchgemacht hat. Zwei Tage haben wir noch vor uns mit diesem schönen Fest der Liebe oder wie man es auch immer nennen möchte. Wenn es Bock habt, mitzuzocken, Runde COD, euch anschließen wollt, kommt gern vorbei, Teamspeak g8l.de. Könnt ihr euch einfach mit einklinken, schauen wir mal, ob wir ein paar Leute zusammenbekommen. Und ansonsten, wenn es Fragen habt, haut es gerne in den Chat rein. Ich versuche euch das einfach nach und nach alles zu beantworten. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich nicht permanent meine Augen auf den Chat habe. Weil der Wunsch ist ja natürlich doch, dass man das ein oder andere eventuell im Spiel reißen kann. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. Hoffen wir mal, dass wir heute nicht wieder 1 Milliarde Shader installieren müssen in diesem wunderschönen Spiel, wie es ja leider Gottes doch des Öfteren so ist. Der Leon ist gerade noch bei mir mit am Start, auch auf Twitch unterwegs. Streamt gerade für euch so wunderschöne LOL, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Hey, hallo Leon oder hallo, hey Leon müsste der Name sein. Guter Kumpel von mir, macht auch immer ganz schöne Streams. Freut sich bestimmt auch mal, wenn ihr ihm ein Like da lasst. Das könnt ihr natürlich auch bei mir machen. Der Daumen gen Norden bei Facebook, der Follow-Button auf Twitch oder auch auf YouTube, wo wir aktuell für euch vertreten sind. Lasst mir da gerne ein Like da, freue ich mich natürlich immer drüber. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ins Spiel rein. So. Schauen wir mal, ich habe gesehen, ein paar Kollegen sind auch gerade schon online. Die müssten sich dann wahrscheinlich auch demnächst hier am Teamspeak einfinden. Wir mal, was wir so reißen können. Hast du eigentlich das Call of Duty Modern Warfare, das aktuelle? Nee. Ich halt leider nichts von Battlefield, Call of Duty etc. Ah. Muss auch mal offen für Neues sein. Werf eine Granate! Werf eine Betäubungsgranate! Ich hab da jetzt. Ich sehe da jetzt keinen Sinn, dafür Geld auszugeben, wenn ich es am Ende doch eh nie spiele. Ja, wenn es einem von der Spielart her keinen Spaß macht, dann ist es definitiv nicht das richtige Spiel. Aber ich muss sagen, so im Großen und Ganzen. Also, auf der Xbox hat es schon Spaß gemacht. Ich werde wieder voll in die Nähe rein. Alarmparty oder so. Feindliche Drohne über uns. Na, ich muss sagen, also Ballerspiele, Xbox, PlayStation, also ich bin da nie wirklich zurechtgekommen. War einfach nicht meine Welt. Mit Controller, Ballerspiele. What? Und dann werde ich auch noch von meinem eigenen Spätzle weggeholt. Ich dreh durch. Katastrophe. Dann drei Leute rein, es ist so schlimm. Jetzt müssen wir hier vielleicht mal schnell ein paar Runden mit der Uzi laufen. Feindliche Drohne über uns! Werfe Granate! Ja, bin getroffen! Alter, was hat denn der für ein Dreckslack, dass der so dermaßen auf mir drauf ist? Schlimm. Alter. Und so Sachen, die hasse ich so krass, wenn du einfach nur auf die Fresse bekommst. Werfe Granate! Alter, von wo? Ich muss auch sagen, diese Höhlenmap, also ich hasse sie schon seit eh und je. Ich doch bitte einfach mal alle hart. Stimmt.
vor allem das Schlimme finde ich auf der Map, du kannst immer nicht entscheiden, nimmst du Close Range oder nimmst du Midrange Waffe. Es ist halt immer irgendwie genau dazwischen. What? Also mein bestes Equipment war bisher die MP7 mit Schaltung auf Single Shots und vollautomatisch. Und halt erhöhter Schaden. Habe ich immer 2 Treffer gelandet und tot. Naja, also von das Damage-Bild haben sie krass abgeändert. Ja? Ich krieg einfach keine Abschüsse rein. Schlimm. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Alter, wie kann der mir ein One-Tap geben? Das ist doch so abartig. Alter, sind das harte Schwitzer. Übel. Richtig ekelhaft. Alter. Katastrophe. Zumindest nicht der letzte Kill gewesen. Was spielt denn der bitte für eine Waffe? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. 036, Alter, das ist so richtig deprimierend. Das ist in der ersten Runde. Diese Runde ist einfach noch bad. So richtig räudig. Ja, das ist die wirklich gerade. Alter. Das gegnerische Team schlachtet uns ab, als wären wir Hühner. Manchmal hast du Pech, manchmal haben die anderen Glück. Oder wie heißt es immer so schön? Ja, bei League of Legends kommt es ja immer darauf an, welchen Charakter nehme ich, mit welchen kann ich gut kämpfen, mit welchen Team kann ich die besiegen. Ja, ich habe schon so lange keinen LoL mehr gespielt und ich habe es auch nie wirklich aktiv gespielt. Habe mich da nie groß mit auseinandergesetzt. Digga. So, jetzt eine schöne Runde Gunrunner. Ganz geil, gibt gerade in COD 2 Tage lang doppelt XP und doppelt Waffen-XP. Wunderschönen guten Abend für alle, die von Twitch jetzt auch noch zugeschaltet haben. Bei dir oder bei mir? Bei mir ist keiner. Bei mir. Achso. Thank you.
Ah! Ich habe einen Kill gemacht, die Welt verrückt. Mei, oh mei, dass ich sowas neu erleben darf. Und noch ein Kill. Fuck, ich habe keine Munition mehr. Gerade richtig böse. Alter, lad nach. Nein! Doch. Nein! Ach man! 7-0er Runde gerade gelaufen und dann Munition ausgegangen. Schade, aber gegen drei Leute, okay, fuck off, was soll's. So schaffst du keine Nuke, wenn deine Muni leer ist. Vielleicht mal mit Wheels eine kleine Runde drehen. Wie bitte? Ich muss diesen neuen Spielmodus jetzt dann auch mal ausprobieren. Welchen? Es gibt einen neuen Spielmodi, wo du im Prinzip, du musst immer in Bewegung sein. Wenn du 30 Sekunden lang nicht in Bewegung bist und keinen getötet hast, wirst du automatisch gekillt. Um einfach diese hässlichen Schwitzer ein bisschen auszurotten. Verbündete Drohne online. Kenn ich nicht. Er ist jetzt relativ neu dazugekommen. Feindliches persönliches Radar online. What? Ich schrotze. Schade. Okay, wir können uns sicher. So, wo sind die Gegner? Da kommt er um die Ecke geschissen. Kennst du denn die Gegner? Also das finde ich manchmal so hart deprimierend, wenn du dreimal im Kreis gefahren bist und immer noch keinen gefunden hast. Das ist auch deprimierend, ja. Okay, zwei Hits mit dem Wheels und der fällt einfach nicht um. Jetzt kriegen wir auch noch Blindness, aber Alter, dieser Jungler nervt. Gut, ich bin selber Jungler und ich kann selber nerven, aber irgendwie diese Runde wird nichts mehr. Ich hasse die Leute, die einfach das gleiche machen wie ich. Was denn? Um die Map laufen? Feindliches persönliches Rad. Verbündete Vorräte. Alter, ich komm schon, also irgendwas regt mich so hart an meiner Maus auf, weil die teilweise einfach so überhaupt nicht das macht, was ich will. Ich wollte gerade angreifen, dann habe ich gesehen, dass die voll sind und mein Team komplett gerackt ist. Ich glaube, das wird meine erste Investition im neuen Jahr sein. Ne, halt, die Läden haben wir nochmal offen vor dem neuen Jahr, eine neue Maus kaufen. Weil ich hab manchmal, wenn ich feuer, dass meine Maus sich da nicht mehr weiter bewegt. Okay, dreifach Kill, läuft. Das ist halt das Wunderschöne an dieser Scar, dass sie einfach so dermaßen Damage drückt. Da haben wir aufgegeben.
Verbündete Vorräte. Ich will wirklich noch eine Runde. Ja, ich will. Fuck man, ich hab schon wieder keine Munition mehr. Erstmal das gucken. Nein! Alter, was eskaliere ich die Runde eigentlich gerade? 22 Abschüsse. Manchmal hat man Glück. Manchmal hat man Pech. 10 Kills noch. Okay, er hat einfach echt gut geschossen. Er gibt mir einfach einen One-Tap-Header, aber so schön. Was ist denn los? Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Manchmal ist er richtig gelungen. Wie zum Beispiel, wenn also was ist denn mit diesem Typen los? Der kommt raus und drückt dir einfach jedes Mal den Insta-Header. Mit Dauerfeuer? Nee, One-Tap. Immer One-Tap. Das war ein Kumpel. Holen wir uns noch einen. Also echt. Jetzt sind immer diese Leute, die will man niemals in seiner Runde haben. Krasser Typ. Ach, und ich habe noch nicht mal vom Pause-Screen umgeschaltet. So ein 1 vs 1 in PUBG. Ach, aber eine 3-0er-Quote. Ist okay. Soll er in PUBG gegen dich spielen, dann gewinnst du. Ich bin im PUBG so unbeschreiblich schlecht geworden. Ja? Also ich war zwar noch nie wirklich gut, aber jetzt bin ich halt noch wirklich schlecht dazu. Boah, das war schon immer besser als ich. Ja, aber ich muss sagen, also in letzter Zeit, so PUBG, das ist irgendwie... Also wenn du COD mal gezockt hast und dann PUBG spielst, das ist halt PUBG ist einfach so träge. Das ist... Nee, also es taugt mir letzter Zeit überhaupt gar nicht. Tada! So, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Mongo los? Ich weiß es nicht. Enzo, einen wunderschönen guten Abend. So, das ist Thematik, weil wenn du auf Facebook eine Watchparty startest, läuft es über einen anderen Chat, als wenn du das in den Dingen... Ich kann mir das vorstellen, wie das ist. Das halt ist mittlerweile vier wie Chat, ich, als ich noch keinen zweiten Monitor hatte. Habe ich schon insgesamt... 4 Monitore vor meiner Nase. Wird aber trotzdem nicht besser. Mit deinem großen Monitor oder ohne? Das sind ja im Prinzip 2 Monitore. Einen drüber und einen links daneben. Kampfst du jetzt auch oder wie? Wie bitte? Oder was zirkst du dir nein? Hm? Ich hab dich gerade auch dampfst. Natürlich. Natürlich! Was ist das für eine Frage? 6 auf das mit leise zu machen. Ach du, alles entspannt. Aber es klappt irgendwie nie. Das kann man schon hören. Oh, ich muss dringend mal von League of Legends die Ingame-Geräusche ausschalten. Es ist so ungeheuer laut, wenn dann diese Anfrage kommt, ob du in diese Runde gehen willst. Ist so abartig laut. Wo bin ich denn? Ich bin unten. Ich nehme Caitlyn. Caitlyn ist gut. Bei Schalter.
Bin ich jetzt doof? Alter, jetzt ist der Typ an mir vorbeigelaufen. Und ich hab's nicht gecheckt. Der hat mich einfach mit der Tür samt wieder zurückgefotzt. Frechheit. Alter, ich hab einen Abschuss. Was ist denn los eigentlich? Ist das schon wieder? Das hat einer der anderen wollte nicht mit mir spielen. Wollen alle heute nicht mit mir spielen? So, ich bin wieder unten. Ich nehme wieder Caitlyn. Caitlyn ist sympathisch. Was hat man denn hier rum? Ich glaube, passt er nicht auch zu Caitlyn, oder? Alter, was ist denn der? Boah, oh, Junge. Was denn? Also so richtig schwul in der Ecke gekämmt. Aber auch schon, der wartet das sicher schon eine halbe Stunde. Ist halt like a camper. Ach, wenn es ihm besser geht, warum nicht? Nein, da war noch einer oben, scheiße. Alter. Das war low. Ja, was ist denn das heute? Ist was los? Doch verrückt hier. Immer noch, ich nehme Caitlyn. Zum vierten Mal soll ich Caitlyn noch auswählen, bis es geht. Ach, Alter. Dummer. Du dummer Messspieler. Vorräte nähern sich. Ja, wo sind sie denn? Ach komm, und der dritte holt mich weg, den zweiten schon im Nahkampf ausgenockt. Oh, die Runde läuft aber gerade nicht gut. Die läuft gar nicht gut. Was ist getan, so Jungler wurde gebannt. Den Überflug. Geht zum Gewalt. Feind am Restaurant. Viel besser. What? Feindlicher Wilson eingesetzt. Okay, ich lieg mit 8 Kills auf dem zweiten Platz und wir liegen einfach mit der doppelten Punktzahl vor den Gegnern. Alles klar. Also ich weigere mich. Nee, ich würde halt Caitlyn. Caitlyn ist gut.
Ich ziehe auch so lange an dem Ding, bis die Runde beginnt, ey. Das kann nicht gesund sein. Warte, muss gerade versuchen, mich ein bisschen zu konzentrieren. Mister. Ah ja, jetzt bin ich tot. Gern geschehen. Ja, aber wieso kann der blaue... Wieso schießt der blaue Blitze? Was ist das bitte für eine Waffe? Vielleicht Skin-Extra-Effekte von der Edition gekauft. Also das, der hat eine Waffe, die drückt ja ultimativ Damage. Okay. Dakadia. Nee, bin nicht neu im LoL, aber ich probier gerne mal an, wie sieht's aus. Da hinten noch so ein räudiger Sniper, ach come on! Ja. Was machst du auch mit denen? Ja. Ich werte ihre KD auf. Was machst du mit denen? Ich sag denen alle, geht alle auf den Glücksbärchi. Das ist immer eine weise Entscheidung, einfach aufs schwächste Glied in der Kette gehen. So ist das doch überall in der freien Natur. Och, ich treffe heute gar nicht mehr mit der Maus, ey. Vielleicht geht's so besser. Wenn ich ihn ein bisschen schneller einstelle, vielleicht geht's da. Nein, geht nicht. Ach komm. Also diese Kilo, die drückt ja ungefähr auch Ultra Damage. Muss man die vielleicht auch echt mal anschauen. Ich könnte so kotzen, du tötest den einen und von hinten kommt schon der nächste und fickt dich wieder weg. Mein Supporter leuchtet heute weg. Ich meine, ja, er hilft den Jungler, wow. Warte mal kurz. Feindliches Schildgeschütz auf dem Schlachtfeld. Ach, da haben wir ihn. Unser Vertrauen in euch. Und da hat er mich noch überholt mit 19 Kills. Also diese neue Waffe, also Holger 26 heißt die, würde ich auch mal gerne ausprobieren. Die scheint auch relativ geil zu sein. So, hey, das sind ja fast mal ein paar Zuschauer auf Facebook dabei. Oh, wunderschön, ein Unterlauf. Sind so die Sachen, die man einfach auf der Sky überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Ach, da habe ich nicht auf mein Leben geachtet. Ist blöd. Ob bin ich blöd? Jetzt an Level 65 kann ich die Schädel freispielen. 20 Level fehlen noch.
Ich meine, noch ein paar Heiltränke. Das ist auch gut. Ich muss auch sagen, also das ist so eine neue Map bei COD. Also es ist halt einfach, es ist abartig. Du spawnst und es ist einfach nur noch Gemetzel. Die ist halt so klein, die Map, dass du halt im Prinzip ineinander spawnst. Ja? Es ist mega. Und weg. Du kannst halt nichts machen. Alter, so hässlich kann, es ist so abartig. Nein, ich möchte diese Waffe nicht. Oh. Also die Map, sie geht gar nicht, aber sie ist irgendwie ist sie auch wiederum lustig. Ich glaube, die in dem Hardcore-Modus, das wäre halt so das Übelste, was es gibt. Mauswahrscheinlich ein bisschen schneller stellen. Alter, wie kann man auf der Map... Hallo, ich bin gerade gespawnt. Fick dich doch. Hallo, Alter, wie hart muss ich dir noch in die Fresse schießen, dass du umfällst? Ich treffe auch heute gar nichts mehr. Scheiße, Munition leer. Alter, du kannst halt nicht mal spawnen, ohne zu sterben. Stirb! Katastrophe. Ja, es ist so, ich glaube im Hardcore... Ja, aber die Leute würden halt nur noch umfallen. Aber im LMG ist auch für den Arsch, wenn du dich da einfach nur reinlegst und dann ratatatata. Also ein bisschen Spaß muss da schon auch noch drin sein. Wie schaut es eigentlich bei dir aus? Kommst du heute noch an? Zockst du eine Runde mit? Maestro Sicilor. Oh, einen ultraleichten Schaft habe ich mir für die Uzi besorgt. Schauen wir mal, was der kann. Seven Schaft. User joined your channel. Hola. Hola. Moin. Ja, moin, sagt er. 20 vor 12, 20 nach 11. Er spielt da Runde mit. Du sagst morgens Moin, du sagst Servus und abends sagst du auch Moin. Nee, Zilla. Achso. Bist du Runde dabei? Ja, ja. Ja, warte, dann geh ich schnell aus der Lobby raus. Muss nur warten, verbinde wieder mit Online-Dienst, dauert ja ewig bei Call of Duty, meine ich. Hast du immer noch hier Fehlercode Sahara und... Ich? Ja, warst nicht du auch hier mit Fehlercode Sahara und Abu Dhabi und Co? Nee, das war der... Vortex. Nein. Ich hatte, glaube ich, seit dem neuen Rechner keinen einzigen Fehlercode mehr. Hat er einen neuen Rechner? Ja, schon lange. Nice.
Seit vor der Netzsession. Ehrenboy. So, bin ich. Surprise, Motherfucker! So? Ja, komm schon. Fuck. Vor allem, wie halt einfach end viele Leute online sind. Vor allem ja, dieser Pisskopf, der Watt, also der Wickel. Und kommt nicht in die Lobby. Frechheit. Sitzelor. Ah, du bist in meiner Party schon drin. Ja, bin schon da. Was wollen wir spielen? Mir egal, ich spiele alles. Ich muss meine Falle hochspielen. Es gibt jetzt aktuell doppelt Stings, wie heißt's? Waffen-XP und EP, habe ich gesehen. Ja, Ne, normale EP gibt's. Egal. Es gab doch noch diesen neuen Spielmodus. Du meinst, ne, was ist jetzt Abwurfzone? Kenn ich nicht. Warte, und zwar Shoot Ship Eagle ist es, glaube ich, oder? Ah ne. Ach ne, Shoot oder Ship, egal. Spielst du Shoothouse oder Shipment die ganze Zeit. Halten Abwurfzone Punkte und Vorräte zu erhalten. Schneekampf. Glaub, besuchen Sie winterliche Docks für einen Schneeballschlacht, meiden Sie die gelben. Was? Wollen wir es mal spielen? Ja. Schneeballschlacht hört sich immer gut an. Ja, Schneeballschlacht klingt immer gut. Aber ich muss sagen, also diese neuen Maps in den Containern drin, das ist ja ungefähr, das ist halt schlecht. Einfach tot. Du meinst Shipment? Wenn es Shipment ist, das ist halt einfach nur noch mit der Uzi rumrennen und einfach durchmähen. Achso, ja, das was du gerade gespielt hast, ist Shipment. Ja, ich hab's mal im Hardcore, bin ich mal in die Lobby reingekommen. Ich habe echt überlegt, ob ich einfach rausgehe, so nach einer Minute. Ja, vor allem, was halt echt ein bisschen kritisch ist, du spawnst und während du spawnst, du hast immer einen vor deiner Fresse stehen. Also du musst eigentlich linke Maustaste schon gedrückt halten während dem Spawn in der Hoffnung, dass einer vor deiner Waffe steht und reinläuft. Richtig, und das Problem im Hardcore ist, du kannst deine Teammates killen. Das heißt, du musst dir überlegen, auf was du schießt. Jetzt hocken aber welche in den Containern drin und ballern permanent Dauerfeuer mit LMG. Du spawnst und bist sofort tot. Also ich hatte, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin nicht einmal, ich glaube, ich habe einen Kill mal gemacht. Nie, zwei. Zwei habe ich nie geschafft. Ich habe auch noch nie eine Abschussserie da geschafft. Also ich glaube, da muss da wirklich so ein bisschen Uso-like unterwegs sein. Twitch hört nicht zu. Ja, genau. So, muss ich jetzt die Waffe auswählen? Ich glaube nicht. Ne, wir spielen doch mit Schneebällen. Ach so, müssen jetzt ja, genau. Hier Schneebälle einsammeln? Ah ja, hier hängen schon zwei in der Wand. Ah, da drin ist ein ganzes Legal voll. F, okay, F. Oh, hier gibt's ganz viele. Wie wähle ich den Schneeball aus? G. Ach so. G für Granate. D keinen. Oh, die gelben soll man nicht schmeißen, oder? Ja, aber. Warte mal, der gelbe ist ein Pissschneeball. Ich hab einen Pissschneeball. 10 Sekunden. Wo sind die denn? Ach, oben bei mir. Boah, ich hab mit Pissschneeball jemanden erwischt. Ziel ist auf dem Feld. Los, abfangen. Wir sind am Ziel. Wo ist denn der? Ich hab ihn ausgenockt. Ach so, sie sind einfach schlagen. Ja, ich habe ihm ungefähr versucht, drei Schneebälle in die Fresse zu ballern. Habe ihn aber einfach nicht getroffen. Ja, boxt ihn halt. Ich hab den Typen einen Pissschneeball ins Gesicht geworfen oben. Nice. Ehrenboy. Ja, Mann. Der macht One-Shot, der Pissschneeball. Fick dich, Alter. Okay, ich hab einen. Der ist hinter mir. Wo? Er kommt hoch. Nice! Alter, Surprise, Mann, motherfucker! Ist das geil! Leitwechsel, sehr gut. Wir haben sie gerade echt ganz schön wegrasiert. Ja, Mann. Ich glaube, die hatten als Kinder noch nie Schneeballschlachten gemacht oder nie die Kinder gemobbt mit Schneebällen. Und oben? Ich bin. Wo sind die? Ah, ich sehe ihn ja oben über dir. Oben in der Mitte. Ach, das sind zwei! Ja, Mann.
Den einen habe ich nicht gesehen. Mein Pipi-Schneeball habe ich daneben geworfen. Mein Pipi-Schneeball. 10 Sekunden. Was ist denn das? Jetzt sind alle hier. Das Ziel ist im Spiel. Bringt es unter Kontrolle. Sie sind am Ziel. Ja, das ist verloren. Nein! Sie haben das Ziel. Wieso geht es von oben, aber nicht von unten? Mobbing, hartes Mobbing. Ja, das ist echt unfair. Kommen. Jetzt müssen wir sie nochmal so richtig. Wie konnte denn mein Pippi-Schneeball ausweichen? Das ist echt uncool. Er kommt auf dich zu, Vorsicht! Nein! Er kann doch nichts mehr gehabt haben. Ich habe ihn dreimal gehittet. Alter! Okay, jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal. Wie schnell geht das Boxen, ey? Das ist bestimmt so ein Profi-Boxer, so ein Elendiger. Ja, Mann. Das war die Lesbe, die Kampflesbe. Ja, Mann. Ich glaube, das boxt das nächste Mal auch einfach zu. Ja, der klettert, er geht hoch. Bei oben bei dir. Nice, Mann. Wir müssen zusammenbleiben. Ja, ich brauche erstmal eine Schneewelle. Wo ist der? Oben auf der Brücke. Über dir. Komm her. 10 Sekunden. Wo ist er? Alter, das war, hoffentlich sieht man es. Das sah jetzt so geil aus meiner Perspektive. Schau hin. Warte, er will zu. Beste. Ach, das zweite ist dann Pisse-Schneeball ist Taktik, oder wie? Pisse-Schneeball ist Taktik, ja. Macht aber auch One-Shot. Hab den Pisse-Schneeball. Nein, zwei oben. Scheiße. Einen hab ich erwischt. Ah, neue Runde, neues Glück. Oh, hat mir den Kopf gehauen. Mit dem, aha, voll ins Gesicht. Du bist ja einer. Was ist denn bei dir los? Voll der Assi. Sehr gut. Na. Hat mich erwischt. Unter dir? Der will die 10 Sekunden. Ja. So. Immer weiter so. Nice. Boah. Besamung voll ins Gesicht. Noch eine Runde. Ja, ich glaube, es muss immer zwei in Führung sein. Bei mir? Bei mir auch einer oben. Unter mir. Scheiße. Ja, bei mir. Einen hat er schon. Alter, jetzt habe ich 4 Schneebälle in den Reihen. What? So lebt der noch. Ich hab's am Ende einfach tot geboxt. Wo ist der? Da Mitte. Also. Nice. Richtig geil. Der war eingefroren. Seitenwechsel. Oh, was? Was? Vernichtet sie. Okay. So, wir müssen jetzt eine Runde gewinnen und dann. Ich hab den Pisseball. Oh, das bist du. Boah. Da auf der Brücke. Oha. Oh, die haben mich. Nein. Der zweite kam mir ein bisschen zu schnell da reingerutscht. Ich hab den Pisseball, glaube ich, verkackt. Ja, der ist genau zwischen ihnen durch. Schade. Ja, leider. Noch eine Runde zum wir müssen jetzt gewinnen. Ich habe keinen Bock nochmal gegen die zu spielen. Ey. Ich will andere. Er ist mein Uxachten, Boy. Komm auf, Fee. Komm halt hinten rum, bis du mir wischt. Bei mir ist der zweite.
Hat einen Hit. Unten in der Mitte. Hier auf die andere Seite. Dachte, wer er ist. Gute Arbeit. Nice. Versteckt sich da unten der Sack. Match das voll ins Knie. Haben jetzt gewonnen, endlich. Ja, jetzt ist vorbei. Auch bei mir steht einfach 6 zu 4. Ah ja, jetzt hat Einsatz für dich. So, jetzt schauen wir mal. Oh, Gratiswaffe beim nächsten Levelabschluss. Endlich. Weiß. Warte. Welche ist die Holger? So, ich dachte schon, hab's ja noch nicht gespielt. Aber jetzt der Watt und der Ander auch noch kommen. Ah ja. Was sag ich hier mit Hello, hey Leon? Und einer Quaddy. Ja, hallo. Was soll denn mit mir sein? Hallo. Weiß ich nicht, ich dachte, du spielst auch mit. Hallo. Quaddy, ernsthaft? User joined your channel. Hallo. Hallo. Was denn? Warum kann ich... Sucht er jetzt schon? Nee. Kann aber auch nicht auf Suchen drücken. Warte. Was willst du denn suchen? Jetzt sucht er. Ein Spiel. Achso. Ich dachte, du willst Schneeballsuche spielen. Nee. Der eskaliert nur wieder. Geht doch nur 2 gegen 2. Vielleicht, wenn wir zu viert in der Lobby sind, spielen wir 2 gegen 2. Und ich weiß gar nicht, ob das geht als Party. Hab ich keinen Bock drauf. EDM? Was spielen wir denn? Hab ich keinen Bock drauf. Noch nicht mal wissen, um was es geht. Ja, 2 gegen 2 hab ich keinen Bock. Wir spielen ganz normal TDM. So. Schon fertig mit dem Umzug. Null. Am 27. fange ich an. Achso. Team Deathmatch. Ich check das nicht, warum ich immer so ein Bildrauschen auf dieser Kackmap hab. Ich hab immer Grafikbugs auf der Map. Ja, ich hab, also wenn ich gegen die Sonne schaue, bin ich blind und auf Distanz rauschen Gegenstände bei mir im Bild auf der Map. Okay, das ist nicht geil. Guter Wurf, Buddy. Ja. Wenn die jetzt nicht da oben hängen geblieben wäre, dann wäre auch einer draufgegangen von den Gegnern. Nein. What? Ich hab keinen Kill bekommen. Ach, ich spiele Team Deathmatch. Nicht den ihr Ernst. Alter! Das ist so schlimm, mit dem Wickel zu zocken, der Karl laut einem immer alle Kills. Alter, verkacke ich's grad hart. Irgendjemand vergenusswurzelt da gerade hart sein Mikrofon. Wer denn? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Alter. Ich spiele jetzt auch nochmal runter MP7. Kann doch nicht sein, dass ich mich nicht rumgedreht bekomme. Kommt von rechts.
Cody, von rechts von dir. Ja, ja. Hab schon. Oh, da. Entschuldigung, Sie hässlicher Ficker. Alter, ich war auf deinem Gesicht drauf. Hat einer von euch diese Kilo schon mal gespielt? Nee. Hey, wieso hab ich denn jetzt die MP5? Hätte ich den blöden Harrier gehabt. Also mit der Runde läuft's gerade gar nicht. Warum spielst man nicht solo? Was zur Hölle sind das für Waffen? Boah. Wieso? Der Typ einfach so krass on point auf meiner Fresse gewesen. Alter. Verbündeter feindlicher Präzision. Ich hab keine Munition mehr, fuck. Ausgestattet von den Gegnern, die sind ja eh nicht schlecht. Alter! Ja, wo hat den Area? Irgendwie kriegt gerade nichts rein, aber so gar nichts. Alter, 4 Kills, das ist so traurig einfach nur. Irgendwie davor Runden mit 22 Kills, 18 Kills. Ach, die Runde war ganz okay bei mir. 34,7. Ja, moin. Ich krieg einen Anfall. Dass es immer so ruckeln muss, dieses Spiel. Ja, ja. Was ich irgendwie nicht check, warum ich meine Geistabschüsse einfach nicht zusammenbekomme.
Piccadilly, oh Gott, nicht schon wieder. Wenn wir als nächstes Hauptquartier spielen, auch als tägliche Herausforderung 2 Siege im Hauptquartier. 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 2x Führerbunker gewinnen. Oh, Piccadilly. London, England. Okay. Team Deathmatch. Ihr habt Freigabe für alle Bedrohungen. Feind an den Boden. Oben im Klamottenladen einer drin. Habe ich, Klamottenlander ist leer. Und über Alter. 2. Spielt einer von euch AUG? Nee. Da sind noch 2 drin. Ja. Munition geht ja mal gar nicht bei der AUG. Ja, immer plündern reinpacken. NATO-Munition. Nee, NATO-Munition anstatt gestandert. Wir brauchen Augen! Oben im Klamottenladen einer. Wie sie jetzt alle nur noch die G36 mit dem 100er Mac spielen. Feindliches, persönliches. Alter. Warum kriege ich eigentlich nur noch One-Taps? Das ist so abartig. Ein Hit und sofort down. Wir haben noch einen Klamottenladen. Du wirst zum... Hab ihn. Ich hab den nicht gesehen. Immer noch der Wichser und so ein Scheiß MG da oben. Im Klamottenladen? Ja, oben drin. Ja, ich versuche rauf zu pushen. Ja, ich versuche vorne in den Nähe dran zu werfen. Müsste gehen. Das ist so ein mieser Camper, dieser Hügenungen. Keine Ahnung. Hab ihn. Totale Scheiße. Sehr schön. Okay. Ich stehe 10 Meter von diesem Scheißding weg und mich fetzt in die Luft. Ach Gott. Ja, Alter, im letzten Eck verkriechen sie sich wieder. Das ist... Die schwitzen auch so hart beim Kacken, die Typen. Okay, jetzt sitzt mir zu viert im Klamottenladen oben drin. Da kommt ja auch keiner, weil die selber nur campen, die Bastarde. Ja, dann gehen wir es halt besuchen.
Also diese Origin oder wie diese Autoschrotze da heißt, ich hasse sie. Ich hasse sie so abartig. Die Origin? Ja, genau. Fast ja. Origin. Die Latschen. Glaubst bei der Bank links? Kommt einer rein. Aber diese Marschflugkörper, die treffen auch immer. Immer ausnahmsweise mich. Ja, mich auch. Außer. Ich spiel's mit mir. Ich selber einen raus. Trifft da gar nichts. Egal wie nah ich am Gegner bin. Ja. Oh, noch einer. Die campen einfach überall. Ja. Also bei mir kommt. Hinter euch, hinter dir, Sissler. Hab ich. Nee. Der ist mir zum Laufen ins Feuer reingelaufen, der Depp. Das ist so ein kluger Mann. Was passiert, wenn nur Camper in der Runde sind? Dann läuft die Zeit ab. Ja. Unten in den U-Bahn-Tunnel rein. Busse. Oh. Die Holger nervt so, Alter. Das Ding. Die schießen doch einfach unterm Rennen. Oh, der oben mit dem G34 drin, ey. Oh, ja, im Bücherladen sind sie auch. Einen habe ich oben rausgekämmt. Ja. Spielerhalle einer. Ja, nicht umfällt. Von wo? Okay, Alter, was ist denn das bitte für ein Laser? Im Dauerfeuer? Null Recoil. Er ist down, Klamottenladen. Links von dir, vor dir. In der Bücherei drin. Da zwei in der Bücherei. Also ich krieg grad so hart auf die Fresse, das ist so unbeschreiblich traurig. Wir stehen uns... Die Zigaretten sind aber sehr laut. Also das Ding muss ja ungefähr Schaden drücken. Diese Olga. Übel. Ach, jetzt kommt der schon wieder Klamottenladen oben drin, der gleiche Spacko mit seiner. Hat zwei Hits. Hab ihn. Sehr gut. Aber auch dann immer ums Eck, wenn es gerade nicht aufpasst. Lux, wer hier? Ja. Ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Jo. Wir hören uns wahrscheinlich doch. Ciao, schönen Abend dir noch. Jo, danke. Tschüss. Servus. User disconnected from your channel. Wo sind die denn? Bei mir. Zwischen Bussen. Ja, bestimmt. Er holt mich, er holt Quadi, ist klar. Er holt alle. Der Hügen holt alle. Mit seiner Bison. Mit seiner Bison-Kackwaffe. Ach, Digga. Ich war Abschlussfrag. Alter, haben wir hart auf die Fresse bekommen. Aber wir nehmen das nicht einfach hin. Alter, 0,53 KD, es ist so traurig.
Dachte, der Battle Pass wäre frei. Wie frei? Ja, dachte, der kostet nichts. Ja, nur Ingame-Währung halt. Ja, aber Ingame-Währung, wie bekommst du die? Durch den Battle Pass. Ja, eben. Einmal kaufen, wie immer, und dann kannst du ihn aus dem Game-Zeug finanzieren. Also wenn du einen Battle Pass durchspielst, müsstest du den nächsten daraus generieren können. Ja. Was kostet der? Dann 10er. 10 Euro. Aber die Holger bekommst du ja auch nur, wenn du einen Battle Pass hast, gell? Nee, Holger kriegst du immer. Kriegst du immer? Ja, dürfen sie nicht machen, dass du die Holger nur durch den Battle Pass bekommst, weil sonst wäre es Pay to Win. Ja. Was, welche Holger denn? Was? Das 100, die G36 oder MG36. Quadi jetzt auch mit dem Raketenwerfer unterwegs. Nö, das ist nur gegen Anti-Air. Oh, ja moin. Ach so. Okay. Alter. Da sitzt ein ganz hässlicher Sniper da hinten drin. Ja. Wo denn? Wo denn? Der hat mich gerade zerlegt. Mit seinen. Raus. Hä? Jetzt hat er mich schon wieder zerlegt. Wo denn? Also, ich check das nicht, dass. Ah ja, nee, der hockt unten im Büro jetzt. Ja, der hat jetzt schon 3 Leute oder 4 Leute gekillt. Jetzt habe ich ihn. Er springt im. Oh. Oben in der Halle. Bis runter geschossen. Er hat einfach wieder getötet. Ich wurde bisher nicht so vom Sniper getötet. Alter. Ekelhaft. Ah, gelbes Gebäude sitzt daher auf der Treppe mit der Sniper. Dann ist der Sniper ein PlayStation-Spieler? Kommt mir so vor, weil der mir wegen Auto-Aim. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Feindliche Drohne über uns. Eigentlich schon eine Frechheit, dass die Auto-Aim haben. Ja, deswegen, man kann ja auch das ausstellen, dass man nur gegen Computerspiele spielt. Ist aber ausgestellt, glaube ich. Musste Lobby-Lead machen. Krieg gerade nur im Sack. Ja, unserem Spawn am Brennen. Ja. Down. Alter, warum kassiere ich denn eigentlich gerade nur noch aufs Maul? Also der mit der Sniper ist ein bisschen unreal irgendwie. Ja. Klar. Also das sind so Runden, die fucken mich so hart ab, dass ich das Game... Du musst dir mal anschauen, wie der spielt. Also aimt und schießt instant. Das ist schon krass. Wenn's kein Hack ist. Und schon wieder der Sniper-Boy.
Es ist so unmöglich. Mann, so kann ich halt auch nie meine K-Level. Lagerhaus, einer drin. Ist okay, der Sniper nervt mich. Also, den. Wenn man jetzt zielen, dass der so solche Reaktionen hat. Das Seltsame ist, dass der vorm Abdrücken instant auf einen drauf ist. Und das Scope hat eine übelste Verzögerung beim Bewegen. Ja, ja, und er hat halt so einen Nahkampfscope. Ziel ausgeschaltet! Ein Ironie-Nahkampfscope, wo man mit 20-facher Vergrößerung in sein Nasenloch reinschaut. Richtig. Alter, ich hab keinen Bock mehr, es ist ja... Also da verstehe ich die Leute, warum sie sich einfach campen in die Ecke setzen. Alter, ich habe den Killstreak nicht bekommen, weil es um Bruchteil einer Sekunde ich zuerst tot war, bevor der gestorben ist. Von meiner Nate. Die campen hinten in dem Haus, Spawnhaus. Ja. Hä? Ja, genau, du Huren-Sniper, Alter. Wie er wusste, dass ich da oben stehe. Will dem jetzt ernsthaft sagen, dass kein einziger Schuss connected hat. Ich stehe vor ihm und spray voll in seine Fresse rein. Wo ist denn der? Unten in der Lagerhalle ist der Sniper. Oben in der Lagerhalle, glaub ich jetzt so. Okay. Und gleich zweimal vom gleichen. Sniper ist down. Alter, wie hässlich sitzt der Typ da eigentlich rum? Wir fallen zurück. Der hat doch... Also, ich weiß nicht, das kommt mir ein bisschen spanisch vor, der Typ. Also jetzt hat mich zum dritten Mal hintereinander der gleiche Typ gekillt. Mich killt hauptsächlich nur der Sniper-Boy. Mich auch. Ja, alle anderen sind jetzt nicht so hart. Außer man läuft direkt in ihn rein und er versucht dich mit der Sniper zu holen. Der steht halt immer an so krass hässlichen Positionen und wartet drauf, dass einer vorbeiläuft. Das war's. Wir haben das Ziel verloren. Ich erwarte... Alter. Irgendwie gerade ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Ja. Das ist für COD. Einfach 8 Kills. Es ist so traurig. Ich geh jetzt auch mal in den Rauchen.
Okay, ich glaube, mein Spiel hat sich gecrashed. Ja. Hey, okay, jetzt läuft's wieder. Gesperrt, wenn sie dem Partyleiter folgen. Ich kann nicht mal auf Koop drücken. Warte. Oh, ich geh mal schnell rauchen, bin dann wieder dabei eigentlich. Bis gleich. Jo, bis gleich. Herr Braun, vielen Dank. Ihnen ebenfalls frohe Weihnachten. So, ich glaube, ich schaue jetzt einfach noch eine Serie an und dann gehe ich ins Bett. So, nochmal vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend und vielleicht sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Ich muss mal schauen, je nachdem, wie ich es schaffe. Aber kriegen wir schon irgendwo noch zusammen dieses Jahr. So, bis dahin, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Feiert Weihnachten noch schön, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, ciao, ciao.